Hör endlich auf, den Menschen Zeit zu schenken, die dich nicht wertschätzen, die dir nicht die Liebe geben, die du verdient hast. Hör auf, dir zu beweisen, dass du von einem Menschen geliebt wirst, dieser Mensch dir keine Anzeichen von Liebe und Wertschätzung gibt. Viele fühlen sich sogar angezogen von diesem Spiel, immer wieder um die Liebe und Anerkennung und Aufmerksamkeit kämpfen zu müssen. Vielleicht hast du auch schon einem Menschen immer wieder versucht, die Liebe zu beweisen oder von diesem Menschen Liebe zu bekommen im Rahmen einer Beziehung, die eh schon auf Anhieb eigentlich zum Scheitern verurteilt war. Viele Menschen haben entweder Bindungsängste und können dir deshalb die Liebe nicht geben, oder sie haben kein Interesse. Und das ist für den Menschen ganz schwierig, das zu verstehen und zu akzeptieren, dass jemand kein Interesse an dir haben könnte. Das ist aber vollkommen okay, weil nicht alle Menschen dieser Welt können Interesse an dir haben. Es gibt eine ganz schöne Metapher dafür, dass eine Wasserflasche im Supermarkt 1 Euro kostet. Am Flughafen kostet sie 5 Euro. Im Kino ebenfalls. Und irgendwo auf den Bergen oben im Restaurant vielleicht noch viel mehr. Das heißt, die Wasserflasche, dieselbe Flasche, hat ganz woanders einen viel größeren Wert, weil sie dort eben gewertschätzt wird, geliebt wird. Und ich habe in einem meiner Bücher habe ich über die Bindungsängste des Menschen geschrieben. Und ja, es gibt Menschen, die haben Bindungsängste. Die haben Ängste, dass wenn sie sich binden, sie dann irgendwelche Verpflichtungen eingehen, vielleicht eben auch die Angst, das Risiko eingehen, nicht geliebt zu werden, wenn sie ihr Herz öffnen, dass sie dann verletzt werden. Aber ich kann dir sagen, das sind statistisch die wenigsten Menschen. Die meisten, die keine Aufmerksamkeit geben, die keine Liebe geben, haben einfach kein Interesse. Und wenn du das lernst zu akzeptieren, dann wirst du so sehr in deine Kraft gehen, dass du sagst, hey, ich laufe nicht mehr denjenigen Menschen hinterher, die mir nicht die Liebe geben, die ich verdient habe. Weil das wird ein ewiger Kampf sein und der Kampf wird höchstwahrscheinlich in der Enttäuschung münden. Und da frage ich mich immer, wieso macht man das? Wieso läuft man den Menschen immer wieder hinterher? Und wieso versucht man immer wieder, sich selbst zu beweisen, dass man von diesen Menschen geliebt wird? Ich kenne das selbst auch. Aber wieso tut man das? Weil man ja unbedingt den Beweis haben möchte, dass man geliebt wird. Und als ich das verstanden habe, ich habe das schon sehr früh verstanden, dass ich mir selbst bewusst gemacht habe, hey, wenn jemand mir nicht die Liebe gibt, die ich verdient habe, dann darf es so sein. Denn ich muss niemandem beweisen, dass ich liebenswürdig bin. Und genauso musst du das niemandem beweisen. Und wenn du das mal erkannt hast, du musst niemandem beweisen, wie liebenswürdig du bist, dann wirst du auch nicht mehr darum kämpfen. Dann wirst du verstehen, dass die Menschen, die dich und deinen wahrhaften Wert sehen, dass die das wertschätzen werden. Und wenn du merkst, dass du in einem Umfeld bist von Menschen, die dir immer wieder das Gefühl geben, nicht geliebt zu sein, nicht genug zu sein etc., dann macht es vielleicht Sinn, sich mal Gedanken zu machen, kann man auch mit diesem Umfeld arbeiten? Das darf man. Du darfst sogar das Umfeld wechseln, wenn das zu deinen Gunsten und zugunsten aller, also möglichst utilitaristisch ist. Das ist immer so ein bisschen mein Credo, Utilitarismus, vor allem, wenn es um Menschen geht, die du wirklich eben liebst, Familie, Kinder etc. Ist wirklich auch wichtig, dass man immer schaut, wie kann man Maßnahmen ergreifen, die dann wirklich auch möglichst für alle eben sinnvoll sind. Aber eben, schau bitte auch auf dich und darauf, dass du nicht um Liebe kämpfen musst. Das muss nicht sein. Hör also auf, den Menschen hinterherzulaufen, die dir nicht die Liebe geben, die du verdient hast. Und wenn du damit aufhörst, wirst du sehen, dass du dieses Muster durchbrichst und du in deine wahrhafte Größe aufsteigen kannst. Und du wirst sehen, die Menschen, die dich lieben und wertschätzen, so wie du bist, die werden ganz von allein sichtbar, die werden sich herauskristallisieren. Und du wirst sehen, dass auch die Liebe zu dir selbst dadurch zunehmen wird. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann abonniere bitte den Kanal und teile das Video. Schicke das Video jemandem,
die oder der diese Botschaft gerade sehr gut gebrauchen kann. Vielleicht eine gute Freundin, ein guter Freund, jemand aus deiner Familie. Und verbreite dadurch dieses Gefühl, geliebt sein zu dürfen und nicht um Liebe kämpfen zu müssen. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal.